Hallo und guten Tag, hat er gesagt. So, ich habe den Splitter schon eingesammelt, aber zweimal schon gekocht. Wie ich gemerkt habe, da ich gar nicht aufnehme. Jetzt sind wir schon hier. Vier habt ihr nicht verpasst. Deswegen alles ganz cool. Unten seht ihr ja, ne, was drin ist. Ich zeige euch draußen, Leute, nochmal die Position für die, die es interessiert, ne, weil hier gibt es ja Mana-Splitter. Ist auch ja, sehr interessant ist auf jeden Fall. Wo wollte ich denn hin? Hier, das Rohr wollte ich noch haben. Auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Das ist nämlich ein gutes Rohr. Feines Rohr. Schönes Rohr. Hier ist nämlich auch noch feines, schönes, gutes Rohr. Und dann weiß ich gar nicht, ob der Kasten hier auch noch giebig war. Nö. Naja, gut, nehmen wir mit. Was soll's. So, und sonst so hier hinten ist jetzt nicht so viel mehr los. Aber. Da wir ja hier gleich die Kiste haben, können wir das hier nochmal schnell einsammeln. Dann sollte das nicht so blöd sein. So, Goodie. Dann können wir rausmachen. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne? Dafür, dass es eben easy war. Also mit dem Raketenwerfer ist echt heftig, was der wegballert. Wenn ich da vorstelle, wir bauen da 2, 5 hin. Oder 87. Denn, ja. Was soll denn dann noch kommen, ne? So, ich nehme mal hier das Holz noch mit, weil das einfach so mich anlächelt. Und natürlich, was denn noch ganz, ganz wichtig ist, hier unsere Ballermänner. Kosten natürlich auch 3, ne? Ne, 2 nur. Ach. Ja, wenn es nur 2 kostet, ist ja ja nicht. Nur so viele bauen. Alle easy. So, wir gucken mal auf die Map. Ja. Da haben wir noch, ich würde sagen, wir machen dann hier Richtung Funkturm, damit wir das nächste Gebiet da freikriegen. Und dann, ja, sieht eben dann schon gut aus, ne? Ich glaube, jetzt hier so großartige Schwierigkeiten werden wir hier in diesem Gebiet nicht haben. Quietsch. Ja, ich hab's verstanden, ist ja gut. Aber ich will natürlich auch den Pilz haben. Wir müssen alles fressenmäßig einsammeln, was wir können. Für den Bunker. Also eigentlich jeden Rohstoff müssen wir einsammeln. Ich da schon wieder Bambi-mäßig lecker rumschleichen sehe. Ja, naja, was soll ich denn da machen? Muss den nun mal essen. Ja, das ist doof jetzt. Bleib mal stehen. Das kennen wir schon hier. Der Ruhig ruft gleich die Schippe raus. Einfach so, weil ich mich freue. Oh. Oh. Muss ich aber hier schnell dranbleiben. So auf Knackse? Wo bist du denn so schnell? Jetzt geht's aber hier ab, ey. Kratzt du jetzt? Jetzt aber. Machen wir den hier? Ne? Boah, zeig doch. Jetzt? Oh ja, Baby. Dankeschön. Krasse. Dankeschön. Der Geisterhirsch. Das ist heftig. Dass wir hier schon einen zweiten haben, ne? Haben wir die schon repariert? Oder wollten wir die noch reparieren? Also wir müssen ja jetzt hier nicht überstürzen und dann hier einfach so querfeldein irgendwo rein bumsen. Was brauchst du dafür? Achso, hier Bauholz und so. Wollen wir hier mal unser Dings aufbauen? Unser Sägewerk? 5 oder was stand da? 6 Stück. Weil dann können wir das ja hier eigentlich machen, das macht ja dann Sinn, ne? Mal sagen, wir machen hier 6 Stück Bauholz. Wir kriegen jetzt, ne? 8 Stück. Man kann jetzt schon mal hier vor sich hin daddern. Dann sind wir auch nicht so in der Gefahr, dass wir
Sichel ist da viel besser. Sind wir nicht die Gefahr, dass wir hier allzu weit weglaufen, ne? Beziehungsweise sind wir ja auch gezwungen, hier wieder herzukommen, ne? Ja, einfach nur für den Blättergott, ne? Wir müssen echt mehr Blätter sammeln, ne? So sehe, was wir hier mal so verpassen. Aber jetzt bräuchte ich irgendwie erstmal. Ne, da nach oben ist zu weit weg. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder zurück, ne? Aber ich bin auf dem richtigen Weg. Nee, bin ich nicht. Muss hier lang. Ja, dann sollten wir erstmal wieder uns abgeben. Hä? Lauf ich denn auch richtig? Ja, ja, lauf ich. Sieht so komisch hier aus. So noch ungewohnt und so. Aber stopp mal. Achso, nee, da sind wir ja auch schon voll. Ach, die blöde Auto. Lass mal gegenhauen. Scheiß Auto. Was ist denn hier ein? Hup doch mal. Blöp, blöp. Ja, besonders eben auch so zur Landwirtschaft, ne? Ich muss ja denn eh irgendwann mal landwirtschaftmäßig eh denn hier nochmal durch, ne? Also da zu meinen Viechern hin, damit wir überhaupt irgendwie so ein bisschen was kriegen. So, ich würde sagen, wir machen erstmal den wirklich Richtung Funkturm hier unten. Es hat einfach mal auch die Prämisse, dass wenn wir irgendwo denn mal ankommen, dass die nicht wieder ja, zu uns halt kommen. Ne? Quietsch. Also in dem Gebiet geht's ja hier, ne? Muss ich sagen, bin ich richtig hoch. Aber in jedem anderen wird es natürlich dann wieder ja, eine andere Sache. Ach, da. Die mag ich irgendwie am wenigsten, warum auch immer. Wo ist er denn, der Vollidiot? So. Geschichte. Da kommen wir jetzt hier rein eigentlich? Jetzt in Control Center? Kommen wir ja auch nicht rein. The first mana effect, the heat. With the right catalyst, mana produces heat without losing its mass. Okay. This may not sound much, but this powers our industry and keeps us warm. An infinite source of energy. This is an automated recording sent from K23. Sind die eigentlich zufällig? Also kriegt man an jeder Stelle immer das gleiche zu hören? Oder ist das einfach Ablauf? Also Nummer 20 ist immer die gleiche, also egal wo man die 20. Radio findet, das ist immer die gleiche Nachricht. Weißt du, Dina? Was? Der Untergrund ist Sperrgebiet für alle Reisenden, die nicht über die Identität der Stufe A1 verfügen. Ey Leute, aber ich wollte da rein. Ich komm da nicht rein, weil wegen ist nicht, oder was? Okay. Ist aber sehr, sehr traurig. Und da bin ich auch sehr, sehr traurig. Naja, denn nicht. Leben geht weiter, wa? Shit happens. Oh. Alter Schwede. Ist aber gasig jetzt hier, ne? Und ich wart nicht. Also, dann kommen wir ja hier anscheinend gar nicht rein. Naja, Pustekuchen. Nee. Hier wollten wir denn rein. Gehen wir halt zum anderen, ne? Hier gibt es noch genug Leute, die sterben wollen. Auffällig oder nicht auffällig? Nicht auffällig anscheinend. Er wollte hier so lang. Ach, hier ist vergast. Da kommen wir nicht weiter.
Hier ist das Reh gewesen. Ich weiß nicht, was hier hinten noch so ist. Dann lass mal da denn erstmal gucken. Ich meine nicht, was da so schön ist. Ob wir da überhaupt so richtig durchkommen. Einfach mal so. Für den Algorithmus. Hat mir sehr gefallen, der Spruch. So. Ja, sorry, aber. Ich hab Hunger. Oh. Okay. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach ja, so eine Gruft. Ein Geisterhirsch, eine Gruft. Schon wieder Erfolg hier. Und besonders dann müsste ich ja Gruftensens schon richtig viel haben. Okay. Was müssen wir machen? Also ich denke mal, die so drehen, dass ich alles irgendwie so berühre. Und die so schieben, dass ich, weiß ich nicht was. So drehen. Oh. Okay. Ah. Was ist das denn hier für einer? Der kann nicht, oder was? Aber was macht der jetzt hier ganz genau? Ach, den kann ich nur hier hin und her schieben. Okay, welche Tür ging denn auf? Was ging denn hier überhaupt auf? Die hier, ne? Okay. Ja, das wird ja wieder ein bisschen tricky hier. Wie macht man das am dümmsten? Also der macht den hier. Was ist denn, wenn ich hier... Ich würde es nur mal ausprobieren. Den können wir hier so schieben. Nur mal kurz ausprobieren. Was ist denn, wenn du den da hinten ballerst? Achso. Dann waren die schon aktiviert oder was? Ah, aber jetzt kann ich den doch. Das war's jetzt schon? Ich dachte, ich muss jetzt übelst nachdenken, aber das. War das jetzt kompliziert und ich hab das einfach so gelöst oder war das einfach und ich hab das einfach so gelöst? Ich verstehe gar nichts mehr. So, da wir ja hier nicht in den Untergrund kommen, würde ich sagen, dann, tja. Dann halt diese Region, wenn wir da überhaupt hinkommen. Ne? Das ist ja auch mal so eine Sache. Kann ja natürlich alles probieren, aber muss nicht alles klappen, ne? Hier unten waren wir schon. Ja, waren wir schon. Aber mit den Geisterhirschen freut mich aber. Die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt hier das so verlassen, ob das allzu sinnbar macht oder wir sagen, wir machen das hier erstmal. Ich sag mal so, ja, ich glaube, wir bleiben da erstmal in der Nähe. Das würde ja jetzt nicht so viel Zeit kosten, das da fertigzustellen. Ne? Achso, dann können wir uns ja auch nochmal neu machen hier. Wenn wir schon mal dabei sind. Wir haben ja einen Mana-Splitter. Aber da warte ich lieber mal ab. Ich will mal gucken. Kulinaria. Ach ja, warum nicht? Jetzt machen wir mal ein Kochen. Jetzt, wo wir hier so in Kochstimmung sind. Können wir noch so bauen. Also, was heißt bauen? Ja, das haben wir ja alles nicht, ne? Wir haben kein Getreide oder sowas, ne? Keine Kartoffeln, kein Getreide, keine... Das kennen wir ja schon. Das können wir nicht. Nochmal kennen wir auch schon. Tomatensuppe kennen wir auch schon. Smoothie. Ein Schmoothie.
Schmusi kennen wir auch schon. Bolognese. Kennen wir schon, kennen wir schon. Eine Chili-Suppe kennen wir aber nicht. Ja. Ne, Chili-Suppe kennen wir noch nicht. Also 1, 2, 3, 4, 5, 7. Und die Würze. Pam. Wow. Muss ich jedes Rezept eigentlich 10.000 Mal kochen oder? Gar nicht so. So. Also ich glaube, so langsam mache ich so das Fazit dieses insgesamt. Die Spiel so. Oh Mann. Ja, gut, ich mich selber gedingst habe. Geheilt habe. Die Story von diesem Spiel so raus. Also das wird so passiert sein. Ne? Die Regierung hat so was gefunden, das nennt sich Mana. Mit diesem Mana kannst du eben so verschiedene Sachen machen und die haben so rumexperimentiert, ne? Und haben dabei so festgestellt, so, oh Mann, what the fuck, ne? Wir wissen ja nicht, was wir tun, ne? Und sie wissen nicht, was sie tun. Und ja, dabei haben sie dann eben so Mächte aktiviert, die nicht so gut waren, ne? Und damit eben das ganze Land, außer die zufällig wie unser kleiner Peter hier, die saßen dann eben halt im Bunker. Warum auch immer. Einfach so. Was es können. So, was ist das denn hier? Das Dorf, in dem du angekommen bist, scheint völlig ruhig zu sein. Das wäre vielleicht ein guter Ort, um dieses Fangzahngebiss auszuprobieren, das du hergestellt hast. Setze das Fangzahngebiss ein, erledige 10 nicht mehr menschliche Wesen, schaffe es in. Okay. Achso, musst du angelegt haben. Wollen wir das noch. Ja, das kommt. Warte mal. Fangzahngebiss. Ja, mach mal. Fangzahngebiss. Ach, kann ich nur am Lagerfeuer. Naja, ist hier denn ein Lagerfeuer? Ach, dann. Ja, weil so viel Zeit halt ikonisch. Das müssen wir schon ziemlich schnell machen hier. Schneller, schneller. Fangzahngebiss. Gepäck. Geht weg. Fangzahngebiss. So. Und dann let's do it. Ne? Let's do it. Ja, ist eigentlich hoch für den Arsch. Oh, das ging ja schnell. Oh. Achso, weil ich mehr Schaden mache. Ach du Heiliger. Das ist aber lustig. Ja, das war jetzt hier so ein bisschen, also ohne Granaten kannst du ja vergessen. Ach, ihn da auch noch. So, oh. Wollte schon sagen, ey, wie viele Sekunden halt denn? 40.000, ey. Der hat sich gelohnt, ey. Das hat sich aber gelohnt. Das war ein guter. Ein richtig guter. So, was haben wir hier so Schönes? Hier können wir noch was rausziehen. Ein Weißkohlkühlchen. Ja, wir haben kaum noch Ressourcen, um zu kochen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, dass wir beim nächsten einfach diesen machen, dass wir sag schnell. Schnell. Das war beim nächsten Sendemast auch denn. Ach. Zurückmachen und dann dingsen. Ne? So, ich ziehe hier noch ein bisschen raus. Wir haben es ja ganz gut geschafft, ne? Muss ich mal sagen. Bin auch echt zufrieden. Also, wir haben heute ja hier den Geisterhirsch, eine Ruine, plus jetzt noch eine 40.000
IP-Quest weggeballert. Kann sich sehen lassen, ne? Kann sich echt sehen lassen. Ja, und wenn wir dann nächstes Mal, wie gesagt, dann so ein Sendemast kommen, ne, den werde ich mal so zurück zwitschen und einen Ackerbau machen. Weil dann haben wir auch ein bisschen wieder Ressourcen, kann ich ja wieder anpflanzen. Das vermehrt sich ja dann automatisch. Ne? Das Gute ist ja, wir haben ja auch unendlich große Taschen. Und irgendwann dann haben wir diese Bunkerstelle frei. Beziehungsweise haben genug zum Einbunkern. Ist natürlich ein bisschen nervig, weil wir brauchen ja noch von den Waldpflanzen und Eier und hast du nicht gesehen, Pilzen. Brauchen wir auch noch richtig, richtig viele, ey. Meine Fresse. Also das ist ein bisschen schon untertrieben. Was man da so halt braucht eigentlich. Ist schon, ja, nicht wenig. So, ich würde hier drinnen eigentlich noch was machen, aber hier, glaube ich, gibt's nichts. Wir können ja trotzdem mal an den Herd gucken. Manchmal kriegt man hier ja auch so eine, ein Rezept da, aber ich glaube nicht. Nee, okay. Wir kochen können wir eh nicht. So, jetzt haben wir die Seite da fertig. Das ist einfach nur ein verlassenes Dorf. Dafür ist das gemacht hier. Okay. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Tja. So ist es eben halt, ne? Dann sage ich euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal und bis dann. Ciao, ciao.